So. Wobei, das ist auch nicht richtig, ne? Warte, ich mach das mal weg. So. Kann ich die Treppe da... Geht das auch ohne Treppe? Ich will das so haben, dass die Treppe hier, nach vorne rausging. Hier würde eins hingehen, aber das sieht scheiße aus, ne? Warte, ich komme sofort. Gib mir noch eine Sekunde. Ich versuche das möglichst nah ranzuklatschen. Ja, du müsstest noch ein bisschen... Kannst du es drehen mit QE? Nein, ah, dann geht's okay, nicht geht nicht mehr hin. Nee, dann geht's gar nicht mehr hin, leider. Ist... Ja, dann ist egal. Baller hin. Einfach so? Ja. Weil, das könnte auch geil sein mit der Aussicht nach da hinten über die Felder. Oh ja, das stimmt. Ne? Könnte auch geil aussehen. Guck mal bei dem... ich habe in irgendeiner Kiste... da vorne bei der Frau habe ich Steine rein. Ich habe eine Holzstämme dabei. Da bei der Holzfällerfrau. War doch Holzfällerfrau in der Kiste? Mhm. 48 Steine. Das reicht ja für ganz kurz. So. Prima. Ich hab Hunger. RL oder in-game? Ja, RL. Richtig Hunger gerade. Boah. Ach so. Ich auch. Voll. Wir hatten nur Nudeln heute Mittag und ich werde von Nudeln einfach nicht satt. Wir hatten... Ich habe Sonnenblume genannt. Ist so halb mexikanisch. Das war so Hack mit Bohnen und Mais. Auf Salat. Auf so frischen Salatblättern. Und ringsrum so Nacho-Chips. So, ne? Dass sie so rausgucken an der Seite. Und das sah aus wie eine Sonnenblume. Fand ich voll cool. War sehr lecker, aber da merke ich inzwischen gar nichts mehr von. Weil das ist schon... Ja, 9 Stunden her oder so. Ja, ich fühle das. Ich fühle das. Ja. So, ich warte noch gerade auf dich, weil ich hier Steine im Portemonnaie, habe. So. Boah, ich liebe mexikanisches Essen übrigens, ne? Wollte ich mal kurz anmerken. Ja, das ist ja geil. Ich mag es nicht, wenn das so extrem scharf ist. Das mag ich nicht. Oh, oh. Aber so würzig. Geht das mit dem Haus? Warte mal. Lass mal noch nicht an dem Haus mit dem Feldblick weiterbauen, weil es kann sein, dass es eventuell in die Felder reinragt. Weil die Felder wollte man auch bis zur Hügelspitze machen, ne? Ah. Ja, ich glaube, das ist im Weg. Ist das im Weg? Ja, es ist auf jeden Fall im Weg. Guck mal, es geht bis... Die gehen bis hier, wenn ich hier gerade ausgehe. Ja, ist auf jeden Fall im Weg. Ja, da muss er wieder weg. Scheiße, ich fand's eigentlich geil. So nicht. Ja. Oder wir machen halt genau an dem Haus einen Weg zwischen den Feldern. Nee, es ragt zu sehr rein. Also kannst du runtergehen und gucken, es ragt auf jeden Fall zu sehr rein. Ah, ich seh das schon von hier. Man hätte halt hier einen Weg machen können, aber naja, kann dann hauen wir es wieder weg, scheiß drauf. Wir können vielleicht nachher ist ein kleines, okay. Ja, naja. Kacke. Wir können mal die Felder bauen, vielleicht kriegen wir noch irgendwie ein Haus dahin. Warte, bearbeiten. Tür mit Steine. Hier Fenster mit Steine. Hier Nixie-Steine. Hier Nixie-Steine. Und hier auch nix Steine. Nur Fenstersteine. Passt schon. Passt schon. So. So. Hier war schon Steine, ne? Ja. Geil, Tobi. Bam, bam, bam. So. Rumsti, bumsti. Boah. Wir sollten nicht mehr über Essen reden. Ich verdaue mich auch gerade wieder selbst. Ich muss mir jetzt nach dem Stream dann auch gleich erstmal was zu essen machen. Ich habe echt Hunger. Ich glaube, wir haben noch Streuselkuchen. Boah, du Sack. Den habe ich heute Morgen beim Bäcker mitgenommen, als ich beim Bäcker war. Und dann habe ich den ganzen Tag vergessen. Weil er in der Küche lag. Du warst heute Morgen also beim Bäcker? Ja. Das ist natürlich frech. So, immer noch kein Kind. Ja, sag das nicht uns. Ja, wir arbeiten hier die ganze Zeit und unsere Ehepartner, ja, die gammeln den ganzen Tag nur rum und tragen aus. Ja, also. Ja. Bitte. Das bitte. Ist sehr, sehr faules Pack. Ja. Brauchen wir noch was für das Haus? Bretter, ne? Ja, auf jeden Fall noch Baumstämme. Ich habe das andere mal weggemacht gerade.
Schade, das sah echt gut aus eigentlich. Das hätte so gut ausgesehen mit dem Blick über die Felder. Ja. Wir brauchen noch 4 Holzstämme und 48 Bretter. Dann ist die Nummer durch. Schimmel! Tobi hat bestimmt schon geworfen, aber selbst nicht gemerkt. Hey, 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 mein Mann ist schwer. Wow. Echt. Das. Wow, Tobi, was. Deine Zuschauer, ne? So. Recht. Namen aufschreiben, Drohbrief schreiben. So. Ich schicke ein Fanpaket. So. So. Oh, ich muss irgendwas trinken, ich verdurste gerade. Ups. Boah, da muss ich was zu trinken hier. Hier hinten würden noch Häuser oder so hingehen, ne? Aber hier ist das Bärengebiet. Aber ich meine, wir wohnen ja nicht hier. Ja, eben. Macht schon einen Unterschied. Okay, der soll nachwachsen. Drachenritter auch nicht. Ich will einfach schon mal bauen, dass wir wissen, wo wir. Ich meine, mit Steuern kommen wir klar, oder? Gute Nacht und auch an dich, Pommes. Gute Nacht, schlaf gut. Ja, easy. Ansonsten verkaufen wir einfach ein paar. Ist meine Wurst, Bruder. Ein paar Eisenwerkzeug oder so. Ja, guter Plan. Wir sehen uns. So, Feld. Müsste hier sein, ne? Was denn? Tobi wollte ein Haus bauen und schon ist es wieder abgerissen. Ja, naja, gut, aber da war das Feld jetzt halt im Weg. So. Da machst du nix. So. Das ist schade. So. Habe ich noch eine Hacke irgendwo? Okay, nur mal. So. Und das Haus sah wirklich gut aus. Also es war wirklich eine geile Aussicht von da aus. Das war so ein Haus, das war so hochwertig wie unseres eigentlich. Ja, das stimmt. Ja. Ist das Haus eigentlich jetzt fertig gewesen hier? Tobi darf sich nicht an zu viel Freiheit gewöhnen. Der arme Mann. Hab ich auch nicht. So. Okay. Dann kam die Braunkohle. Naja, die Felder halt, ne? Brownie, danke schön auch an dich. Vielen, vielen Dank für 18 Monate. Liebe geht raus an dich. Wie geht's dir? So. Ganz, ganz großes Dankeschön, Brownie. Liebe geht raus an dich. Okay. Wenn ich jetzt die Felder aber schon mal hochziehe, könnten wir theoretisch schon mal gucken. Oh, scheiße, kriegen wir genug Dünger dafür zusammen? Doch. Dung haben wir auch noch von den Schweinen. Junge, das ist aber. Das sind ganz schön viele Felder, ne? Ja, ja. Was meinst du, wie viel Flachs wir gleich haben werden? Ist das vielleicht ein bisschen übertrieben, Tobi? Manchmal habe ich das Gefühl, ich bin mir nicht ganz sicher. Ach du. Ich glaube, das ist okay. Find's nicht übertrieben. So. Ja, das hätte leider reingeragt. Shit. Weil die Felder gehen so hoch und. Ich hätte vielleicht eine Idee. Ne, halt. So. Dann scheiß auf die Allee. So. Und wir gucken mal, ob wir einfach so ein Haus daneben kriegen. Da geht bestimmt noch ein Haus hin, oder? Wo denn? Möchtest du ein Haus bauen? Nein. Was? nein. Gut. Ich will die Freiheit und so. Ich will ich ja nicht. Muss mich nicht dran gewöhnen. Okay, großes Haus passt auf jeden Fall nicht hin. Zu uneben. Aber das Feld ist dann nicht im Weg, ne? Das Feld ist da hinten irgendwo. Der sagt trotzdem zu uneben. Ich glaube, das war ja das Problem, ne? Genau, kannst du mal kurz gucken, ob hinten das Feld, ob das Haus ins Feld ragt? Nee, das ist noch ein guter Wegbreite Platz. Okay. Oh, ihr L-Setup? Hier würde halt geil, gehen, ne? Willst du ihr L streamen? Okay. Brownie? Oh.
Auf wie sieht das so aus im Vergleich zum anderen Haus, wenn ich das hier hinbaue? Ja, das kann man schon machen. Das ist halt ein bisschen versetzt, ne? Aber das ist okay. Versetzt nach wohin? Oh. Warte mal, muss ich ein bisschen weiter hier hin? Ich warte, bleib mal wie du bist. Ich hab da keinen Blick für. Was ist denn das für ein Haus? Ein einfaches? Das ist ein größeres jetzt wieder. Okay. Gut, geh mal weg. Was? So, jetzt kannst du gucken, wie es aussieht. Ach so. Ach so, das ist jetzt da vorne. Ja, okay, warte. Aber ist eigentlich okay, oder? Ich finde auch. Das muss ja nicht alles in Reihe und Glied sein. Wir sehen ja nicht bei Cities. Ja, komm, baller hin, Tobi. I'm thirsty. Ist das gut so oder ist das zu schief? Oder ist es von der Ausrichtung her ist okay so? Kann ich das so Tobi, bauen? Tobi, du musst ja mal was zumuten. Mach's doch einfach, Tobi. Mmh. Es wird nicht lange stehen. Oh, ja, wir kriegen das schon irgendwie hin. Da wird schon irgendwas, wird schon passen. So, während du baust, mache ich nochmal ein Feld gerade. Mit safe irgendwelche Banditen. Er wird irgendwelche Banditen wahrscheinlich anheuern, die das Haus abfackeln oder so. Tobi, das Haus ragt leider ein bisschen ins Feld. So. Aber noch ein extra Feld daneben gesetzt. Das ragt rein, guck. Ja, so. Okay, es ist jetzt dunkel geworden. Ist das hier richtig? 5? Müsste eigentlich gehen, ne? 7, 8. So. Nicht, dass die Mühle verdeckt. Nee, die kommt ja da oben hin. Da haben wir noch ein bisschen. So, das sollte eigentlich gehen, oder? Bronzehacke. Das sieht richtig aus. Ich hoffe, das ist auch richtig. So. Oh, ich hab Durst. Durst? Ich hab Hunger. Ich muss mal ein Süppchen essen. Ich hab Fladenbrot dabei. Ja. Endlich. Aber egal, dass wir gerade nebenbei Cash machen die ganze Zeit, ne? Gefällt mir gut. Müssen wir das irgendwo abholen? Das müsste eigentlich in einem Hauptlager liegen dann, oder? Die Münzen. Nehme ich an. Ja. Stimmt. Ja, cool. Ja, angenehm. Ist den Scheiß nicht selber schleppen, finde ich gut. Mit unserem Trick kannst du jetzt Passiv-Einkommen generieren. Und dann aber so eine Anleitung für Medieval Dynasty. Let's go. PDF rein. Wer so doof ist und das kauft, ganz ehrlich. Ja, der hat es nicht anders verdient. Hier ist unser Kontostand. Einfach so ein Screenshot von Münzen bei Medieval Dynasty. Oh, düngen kann die morgen. Können die morgen selber. Nicht gerodet. Das hier ist gerodet, ne? Ungedüngt, ja. Okay. So. Geil, Brownie, wo geht's hin? Diesmal. Wo geht's hin? Lars, ja, die aktuelle Folge Delicious in Dungeon habe ich auch gesehen. Geil. Es geht langsam das Staffelfinale zu. Was für Ding? Delicious in Dungeon, Tobi, auf Netflix. Jeden Donnerstag neue Folge. Kenn ich nicht. Ist schon geil, Anime-Serie. Ah, okay. Schon ziemlich cool. Da bin ich halt leider nicht so drin. Ja, das ist leider dein Verlust. Ich überlege, ob ich jetzt Hafer vielleicht noch... Können wir Hafer anbauen für die Tiere vielleicht? Dann können wir noch mehr Tierfutter machen. Brauchen wir nicht unbedingt, aber... Willst du Musik machen oder was? Was? Hafer. Achso, ich dachte gerade so Hafen... Hafer, okay. Ja. Ist uns beiden unangenehm, Tobi. So. Was muss da? Die Steinwände müssen gemacht werden und was muss noch abgegradet werden? Also ich glaube das Dach, ne? War das immer noch? Genau, das Dach, genau. Und die Giebel quasi, also links und rechts vom Dach, die Dinger, die auch sonst aus Stöckern sind. Ah, okay. So. Giebel. Die können das ja morgen dann hier machen. Ich habe nur das Gefühl, wir bräuchten dann so ein Felderding, bräuchten wir da oben bei der Mühle auch nochmal. Aber langsam müssen wir die Mühle mal freischalten, weil noch mehr Felder will ich da gar nicht hochziehen, oder? Voll geil.
Voll geil. Boah, ich beneide dich. Also, ganz ehrlich, wenn ich irgendwann mal auswandere, dann ab in die skandinavischen Länder. Finde ich irgendwie geil. Dänemark, Schweden, Norwegen, irgendwie sowas. Einmal Felder dahin machen. Wenn ich irgendwann mal auswandere, dann hier oben dahin. Die Hülle und vielleicht da nochmal so dran so ein Felderding. Ich werde hart rein raiden. Ach ja, oh fuck, Tobi, das habe ich ganz vergessen. Was denn? Wir haben noch nicht mal eine einzige Plantage. Wir machen die ganze Zeit Felder. Aber wir brauchen ja auch Plantagen. Brauchen wir die wirklich? Ja. Also, na, ja, ich meine, für Bierbrauen, ne, brauchen wir die zumindest mal. Für die Taverne. Ach ja. Und ich lese gerade, Bier bringt gut Geld. Okay. Und wahrscheinlich werden unsere Einwohner, wenn auch richtig happy, dann einfach. Was brauchen wir denn, um die Taverne freizuschalten eigentlich? Oh, wir haben bald Materiallager 3. Oh, nice. Wir müssen noch ein bisschen mehr bauen. Geil. Überlebenstechnik, Fischhütte 2, okay. Landwirtschaftstechnik. Junge, wir gehen hier gut durch. Bienenstock kommt bald. Warte mal, hier ist das Dach mit Holzschindel oder Holzdach? Oh. Holzschindel müsste es sein, das ist auf der rechten Seite. Okay, 12 Bretter, ja, okay, alles klar. Ja. Okay, wir brauchen Produktionstechnik, das heißt, hatte ich das mit Fladenbroten gemacht? Nee, ne? Wir haben letztes Mal die Schmiede freigeschaltet. War das mit Fladenbroten? Jo. Okay, wir brauchen also wieder Fladenbrote. Dann kriegen wir bestimmt... Oh oh. Ja, wir müssen noch Näherei 3 machen und dann kommen wir erst zur Scheune. Zur Schenke, nicht Scheune. Met. Okay, das Zepter kann ich mir nicht angucken, schade. Ja, gut. Bist du noch am Bauen? Ich bin gerade noch am Bauen hier, ja. Okay. Ich frage mich nur gerade, den Dachgiebel, den kann man gar nicht upgraden. Links und rechts die Dinger, die kleinen Dreiecke. Okay. Die muss man upgraden, genau. Was machen die denn hier? Ich wünsche dir ja auch einen besonderen jemand. Unsere Einwohner sind einsam. Ob die alle große Häuser wollen? Fast egal, da passen noch nur mehr Leute rein, glaube ich, oder? Ja, also ich glaube, am Ende wird es so sein, wir haben limitierte Häuser und dadurch haben wir ein Einwohnerlimit und wir müssten, glaube ich, die kleinen Häuser abreißen, damit wir noch ein Kind mehr in die Familie kriegen. Oh Gott. Dann haben wir quasi das Maximum an Einwohnern ausgeschöpft. Aber wir müssen es halt nicht, ne? Wir müssen es nicht. Ich finde die kleinen hutzeligen Häuschen hier eigentlich ganz cute. Ich finde die auch ganz cool. Eigentlich. Ja. Verbessert die Stimmung beträchtlich, wenn sie große Häuser haben. Alter, es ist doch einfach nicht. Die sind so verwöhnt, die Einwohner, ne? Da haben wir keine Worte für. Nee. Ja, wir gucken mal, dass wir den Deko reinballern. So. Denn die Lampen müssten ja eigentlich auch schon ein bisschen was gebracht haben. Und stimmt, das Problem ist, wenn die alleine sterben, müssen wir wieder Arbeiter suchen. Aber wenn die halt Kinder hätten, könnte man die in die Ausbildung schicken nach 18 Jahren. Das ist schon ein bisschen over, ne? Dass man halt echt 18 Jahre warten muss. Das wird nicht passieren bei uns, glaube ich. Nee, glaube ich auch nicht. Vor allem 18 Jahre, das war doch früher, hat doch keiner darauf geachtet, ob jemand schon 18 war. Ach, die Ausbildung geht ab 14, aber es sind trotzdem 14 Jahre. 14 mal die Jahreszeiten. Boah, nee. Die müsste man dann irgendwann nur noch überspringen, wahrscheinlich. Gucken wir mal. Tobi, ich liege bereits im Bett. Oh, ja, warte, dann hau ich mich mal hier drüben hin. Ja, du musst nicht, ich wollte es nur sagen. Wer wohnt denn hier? Ach, Gertruder. Okay. Geil. So, mit wem habe ich übernachtet? Wieder mit deinem Mann? Unirat. Oh, kein Wunder, dass der so gestunken hat. Machst du dich an meinen Mann ran? Tobi, er hat mich unsittlich berührt im Schlaf. Scam, Jesus. So. Er bezirzte mich, Tobias. Er bezirzte mich. Das glaube ich nicht. Er ist schon sehr alt, der kriegt ja gar nichts mehr mit. Bestimmt, weil ich nach dir rieche.
Warte mal. Oh Gott, ist ja alles so schwierig hier. Ich weiß doch auch nicht. So. Warte mal, ich mache hier noch eine zweite Bauernhütte hin, glaube ich, oder? Für so viele Felder würde schon Sinn ergeben. Nicht Scheune, sondern hier so ein Feldschuppen einfach. Nur mal einen zweiten. Hier so. Bupp. Was braucht der? 8 Steine. Oh, let's go. So. Und noch 6 Holzstämme. 6 Holzstämme. Auch noch welche? Kräuterhütte? Ja, können wir auch machen, aber brauchen wir die wirklich? Samuel, ja, auf jeden Fall. Also ich hätte doch gerne die neue Season auf jeden Fall demnächst nochmal gestreamt. Okay. Es steht nur momentan so viel auf Programm, dass ich da gar nicht irgendwie keinen freien Slot für habe. Ja, eine Kräuterhütte könnte man theoretisch machen, aber da müsste man jemanden einstellen. Und. Aber vielleicht nächste Woche auf jeden Fall mal wieder. Hätte Plantagen ich mal wieder Bock, nochmal ein bisschen reinzugehen. Dorf machen. Die würde ich weiter außerhalb machen. Oder? Wie siehst du das, Tobias? 412 Dummen! Ja, hört sich gut an, glaube ich, oder? Eher nach draußen. Ne, denke ich auch. Vielleicht so Richtung Fischer. Viecherhütte? Viecherhütte? Oh. Au! Boah, das zeige ich dir heim, wenn meine Taschen nicht voller Scheiße sind. Hast du auch mit Unirad geschlafen? ja, gut, kein Wunder. Wo wollte ich denn hin? Da. Oh, ich muss auch Kohle in die Kisten ballern. So. Dünger aus Dung. Dung die Dung die Dung. Dung die Dung die Dung. Viech. Wo ist er? Mama, was gibt's zu essen? Viech. Es gibt Viech. So. Piu. So. So. Viech mit Pommes frittig. Dünger. Was ist denn? Würde ich aber nehmen, tatsächlich. Mit so einer schönen Knoblauchsoße. Oh, so geil. Fisch und Chips, klar. Ja. Voll geil. Oh. Oder was früher auch immer richtig geil war, war bei Nordsee. Diese Garnelen mit der Knoblauchsoße. Als man bei Nordsee noch essen konnte. Oh, das waren geile Zeiten. Oh ja. Mann. Auch der Bremer bei Nordsee damals. Boah, oh Gott. Oh. Heute, geh da mal nicht hin. Was, das Lager ist voll? Was? Ich war da schon lange nicht mehr. Ist das nicht mehr geil? Also, ich war vor. Oh Gott, ich war schon lange nicht mehr da, aber da hat die Qualität so abgenommen. Okay. Dass ich aber gar keinen Bock mehr hatte irgendwie. Das war, glaube ich. Okay, da habe ich noch in Kiel gewohnt, glaube ich, aber da war ich auch verwöhnt ein bisschen. War diese Woche erst, aber nee, ist echt nicht mehr geil. Leider gar nicht mehr genießbar. Oh, die waren echt mal gut. Tobi, unser Lager ist wirklich fast voll, ne? Ah. Oh. Ja, spannend, ne? 500 gehen noch rein. Oh, ich wollte Holzstämme mitnehmen, glaube ich, ne? Auf wohin? Ohne mit der Wimper zu zucken. 312 Eisenerz in der Kiste, Tobi. Boah. Hast du die anderen schon eingestellt, dass die Stuff machen? Ja, eigentlich ja. Magst du mal checken? Überprüf die mal, die Lumpen. Ich trau denen nicht. Also sie tun zumindest so, als ob sie arbeiten. Reicht für mich schon. Okay. Sehr gut. Aber haben auch alle Werkzeuge aktuell? Ich habe oben 4 Fehlermeldungen. Ich guck gleich mal. Ja, ich habe sogar 6. Echt? Okay, ja. Lass die Finger von meinem Mann. Okay, So. Ach, okay, jetzt brauche ich Stöcker. Oh, ich habe noch welche.
aber ich habe den Eisenhammer von Tobi. Geil. Hey. Tobis Eisenhammer ist der beste Hammer. Was? Ich nenne ihn auch immer liebevoll Hammer der Morgenröte. Was? Was? Will ich das so genau wissen? Das ist eine Waffe aus Gears of War. Ah, okay, okay. Ich brauche ein bisschen Stroh, brauche ich. Der ist ein bisschen an meinem Eisenhammer dran. Ja. Gutes Gespräch, Tobi, gutes Gespräch. Ja, dann kannst du zucken wie so eine Gans. Was? Oh, ich... Ich will das halt auch nicht mehr spielen hier, ne? Erik macht mal nur noch Reacts. So. So. Gut. So, raus ist fertig da oben. Geil. Der zweite Feldschuppen auch. So gut wie. Nice. So. Und dann. Ich würde die Felder noch gerne umzäunen irgendwie, aber ich dachte, wir machen die Felder erstmal alle zu Ende und dann können wir hier noch Wege bauen und so. Das ist schon geil. So, zweites Feldlager. Feldschuppen. Feld. Wie nennt man das denn? Wenn etwas wirklich mitten in der Pampa ist, nur an Feldern, das heißt halt Feldschuppen, aber... Also bei uns heißt das, wenn so okay. Gebäude oder irgendwie, wir wohnen ja hier am Feld, da gibt's Gebäude, die heißen einfach außerhalb. Die heißen nur außerhalb? Außerhalb 2, außerhalb 3, ja. Ah, okay, das klingt gewitzt. Ja. Irgendwie. Wir haben knapp 500 Münzen übrigens in der Materialkiste. Ja, dann läuft ja. Ja, richtig geil. Oh geil, die Felder hier werden jetzt auch gemacht. Bei strömendem Regen, geil. Nice. Guckst du dir an, wie sie arbeiten, Tobi? Guckst du dir an, wie sie arbeiten? Oh, fantastisch. Traum, oder? Zeigst du den Mittelfinger oder was machst du bei dem? Ich hab Kompliment gemacht und dann hat sie gesagt. Ah. You look lovely. You look lovely, oh. Juckt wieder die Muschel, oder was? Au! Was? Wow. Ist immer so rabiat, wenn sie rollig ist. Kommt gleich ein Speer geflogen. So. Okay. Du musst den Weg hier, glaube ich, noch machen. Zu dem Häusle. Welchen Weg? Zum Häusle. Also reiß ich ja eh noch ab, wenn das Feld, wenn das wieder beim Feld stört, ne? Warum bist du so rabiat, Tobias? Okay, warte. Oh, geil, dieser Eisenhammer sieht so gut aus. Hier. Die haben eine schöne Aussicht hier in dem Häuschen. Ja, einfach mal. Hier ist geil. Warte, ich mach mal den hier. Das ist schon hübsch. Hey, geh was doch mal so hin. Achso, warte. Nee. Irgendwie sieht das Wegtool total kompliziert aus. Das ist eigentlich total billig. Und das meine ich wortwörtlich. Ich fände es halt immer noch geil. Ich meine, vielleicht passt das einfach nicht zu einem Medieval oder so, aber wenn man halt hier wirklich so mit dem Upgrade-Hammer, wenn man hier so Schotterwege richtige machen könnte, ne? Ja, das wäre schön. Mit der Zeit irgendwie. Keine Ahnung, dass du irgendwie Kiesel in der Mine sammelst und dann... Oder dass du vielleicht wirklich so richtig Ziegel machen kannst. So Ziegelstein, also so, ne? Ja, oder so Steine zertrümmern irgendwo, ne? Also quasi. Und dann daraus Kiesel machen, oder keine Ahnung. Und daraus macht man dann so Steinwege. Ja, oder Brücken auf jeden Brownie, genau. Brücken wäre auch richtig gut. Ja, das stimmt. Treppen auch im Allgemeinen, dass du da auf dem Berg irgendwie einfacher hochkommst. Das cool. Ja, die würde ich mir wünschen. Ja, das Spiel auf jeden Fall noch Verbesserungspotenzial. Warum bin ich gerade so langsam? Das Ding ist, außer Häuser bauen haben wir halt gerade gar nichts zu tun, ne? Nee, wirklich nicht.
Wenn du willst, kannst du weiter Häuser bauen, ne? Wir werden wahrscheinlich eh noch immer welche brauchen. Du kannst gerne noch welche hinsetzen, ich mach die fertig. Weizen zum Korn. Du kannst doch selber welche setzen. Nein. Aber Tobias. So. Was hindert dich denn daran? Schon wieder 32 Dungen. 673 Dünger, geil. Oh, den Kohl wollte ich noch eintüten. Das mache ich mal gerade, bevor ich es vergesse. Ich tüte mal gerade den Kohl ein. Das wäre von da immer rüber. So. Klingt ja wie Wahlkampf in den 90ern. Den Kohl eintüten. Ja. Passen nicht 300 an einer Kiste? Womit bin ich denn überladen? Oh, 16 Holzstämme. Na klar. Hups. Und noch ein paar Weizenkörner. Die Weizenkörner schmeiß ich mal da rein. 16 Weizenkörner. Jetzt hab ich den ganzen Holzstämme dabei. Kannst du mir geben. Sag mal. Entschuldigung. Du hast nicht getroffen, ne? Hä, was? Hab ich gar nicht. Ich habe nichts gemacht. Ja, du hast nicht getroffen, aber du wolltest. Du hast daneben geschlagen. Ich wollte gar nicht. Nein. Ich wollte einen Stapel fallen lassen. Hier. Weil du ein Lauch bist. Das war doch jetzt klar. Sicher war das klar. Und die Musik sofort. Oh, yeah. Ah, schön. Oh Gott, ist der Kohl schwer. Oh, puh. Das war ein High Five. Ja, richtig so. Danke, Chat, dass ihr das klarstellt. So. High Five in dein Gesicht. So, dann nochmal 300. Let's go. Und dann haben wir wieder genug Verdorbenes. 300. Halt. So. Sehr gut. Wir haben auf jeden Fall genug Dünger. So. Dann hier noch. So, prima. Gut, Felder haben wir unanständig viele. Das haben wir auch, das haben wir auch, das haben wir auch. Wir könnten theoretisch sogar noch mehr Feldarbeiter holen. Dann brauche ich die Felder halt gar nicht mehr machen. Ich meine, theoretisch gehen würde das schon, ne? Eigentlich ja. Ich meine, wir haben wieder Wohnungen, also Häuser frei. Wir hatten übrigens fast nie Nahrungsprobleme, kann das sein? Nee, die haben wir ziemlich früh gelöst, glaube ich, durch die Jäger und wir selber haben auch Fleisch geholt. Hier ist der Wald. Ja, Suppe. Weißt du was? Ich mache wirklich mal ein bisschen Suppe, ne? In der Küche haben wir zwar eine Person. Was passiert in der Küche? Ich schau mal kurz, was die Küche so macht. Küche 2. Fischen. Gebratene Fischfilets und 96% Kohlsuppe. Wir bräuchten noch jemanden in der Küche. Ja. Oh, Schmiede 3 braucht Werkzeuge. Huch. Nee, kein Material. Hä, wie kein Material? Was brauchen die Material? Ich wünsche, das wird da stehen. Kosten, Hammer, Eisenbarren und Holzstamm, Stöcker, Holzstamm, also Holzstämme haben wir auf jeden Fall. Stöcker und Holzstamm. Oh, Fischspeere sind auf 5%. Oh, die haben kein Material. Wir brauchen Leingarn. Okay, ja, das. Okay, kommt später. Näherei genauso. Aber Leingarn müssten wir eigentlich genug haben. Wir hatten noch keinen Flachs. Weißt du noch?
Ach so, ja, aber müssen wir nicht mittlerweile? Ich hab vorhin war noch mal relativ Flachs drin. Nee, Flachs hatten wir, glaube ich. Oh! Oh, Bienenstöcke. Mhm. Nee, Flachs. Ich glaube, Flachs haben wir nicht, ne? Feder. Okay, es sind 6 Fischspeere. Ich weiß nicht, warum die nicht genommen werden. Obwohl, die werden ja genommen. Nee, Flachs haben wir nicht. Also nicht, dass ich wüsste. Okay. Glaube nicht. Okay, wir brauchen wirklich ein neues Lager. Können wir hier noch irgendwo ein Lager hin... Weißt du was? Scheiß drauf. Materiallager. Einfach hier hin. Bist gerade dann vorbei im Flachs. Okay, oh, 46 Flachs haben wir doch. Okay. Das ist zu weit hinten, ne? Das muss mehr an den... Okay. Andererseits... Ich soll ja nicht mehr so gerade bauen. Ja. Wer bin ich denn hin? Falsche Richtung. Tobias, wo läufst du hin? Verwirrung schätzt ein. So. 10 Holzstämme. 10 Holzstämme. Holzstämme. Oh boy. Mit 30 mit, werden wir wahrscheinlich brauchen. Lagerstufe 3 haben wir, glaube ich. Haben wir das schon? Nee, ne? Ich glaube, wir waren aber kurz davor. Kann das sein? Warte mal. Ja, wir haben es, glaube ich, noch nicht, ne? Nee, haben wir noch nicht. Oh, wir brauchen 500 Technologiepunkte. Oder? Ja, 500 Technologiepunkte bräuchten wir. Egal, ich brauche jetzt erstmal das neue Lager, weil Hauptsache wir haben Platz. Das ist mir gerade am wichtigsten. Wir brauchen Platz, Leute. Ich überlege gerade, Technologiepunkte war, glaube ich, Dings, ne? War das nicht Fladenbrot? Weiß ich nicht, aber wir haben auch kein Haben wir noch Mehl und Weizen? Ich glaube nicht, ne? Also 175 Mehl sind bei der Köchin noch in der Kiste. Ja, wir gucken gleich mal. Aber ich mache erstmal ein neues Lagerhaus, wir können immer noch upgraden. Easy. Ganz ehrlich, wir werden eh alles an Platz brauchen, was wir haben. Das stimmt. So. Dark Night Rain, auch an dich eine gute Nacht. Schlaf gut. Gute Nacht. Da, ne? Und dann machen wir da noch welche hin. Wir sehen uns. Der Platz war für die Schenke geplant. Bei dir vielleicht, bei mir ist sie hier. So. Unsere Schenke kommt an den Fluss. Zum tänzelnden Pony. Wie ist denn die Schenke aus? Wie ist denn die Schenke aus Witcher nochmal? Mit dem Zwerg. Oh, das weiß ich gar nicht mehr. Oh, wie hieß die nochmal? Die hat einen geilen Namen gehabt. War das nicht irgendwas mit Rosemarie und. Ah, oh, der Chat weiß das bestimmt noch. Rosmarin so. Und Thymian. Ja, auf jeden. Oh, okay. Geil. Auch schön. Aber ganz ehrlich, für uns ein bisschen zu schön, oder? Ja. Das klingt ja wie so eine magische, wie so ein magisches, so. Das ist ja nichts für uns. Ja, bei uns so zur schwacke Hose, weißt du, am irgendwas. nee, komm. Zum ranzigen Scheißhaufen. Ja, genau so. Das sind unsere Namen hier immer. So. Zum rostigen Müllsammler. Für unsere Kunden reicht's. So. Bester Name. So etwas Schönes passt nicht zu Tobi und Gronkh. Was? Wow, das ist hart. Was? Das ist hart, sowas zu hören. Wow. Wir geben uns halt Mühe, weißt du? Ja. Dass das nicht mehr geschätzt wird, finde ich schade. Ach Gott, mein Arsch. Oh. Wenn du das so sagst, klingt es aber auch sehr medieval. Ja. So. Oh. So. Ich komme mir auch vor, wie wenn mein Arsch medieval wäre.
Ich sitze hier schon seit einer Woche durchgehend jeden Tag auf diesem Stuhl, Tobi. Das mein ist geil. Arsch. Mein Arsch ist, hat inzwischen die Form vom Stuhl angenommen. Mein Arsch ist ein Gaming-Chair. Kannst dich ja so gegen dran lehnen und einfach draufsetzen. Okay. Bin ganz ehrlich, das klingt wie diese ganzen Animes, die aktuell immer rauskommen. Okay, was guckst du für Animes? Wiedergeboren als Getränkeautomat und so. Er ist ja fast wie Pokémon. Da gibt es auch Kühlschränke, glaube ich, mittlerweile. Als hätten die irgendwann keine Idee mehr, so, weißt du? Lampius.